Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir machen wieder eine schöne Zufallsmission. Und yes, man, ich liebe diese Map. Das ist einfach meine Lieblingsmap. Ist die erste, aber die beste. Die gefällt mir am meisten. Harrisons Herausforderung. Eine für Spieler entworfene Herausforderung. Absolviere Affengasse im schweren Schwierigkeitsgrad nur mit Reißnägel, Bomben, Lehrlings- und Pfeilschusstürmen. Tarn- und Bleibloons können schwierig werden, das merke ich. So, also der hier macht Tarnbloons und Bleibloons und der hier auch und der hier auch und der hier nur Bleibloons. Ja, das ist so eine Sache. Wo fangen wir an? Bei Wave 1 oder? Ich nehme mal an, okay. Wave 1, ja, das ist so eine Sache. Dann müssen wir wegen dem Bleibloons eh den nehmen. Gut, dann fangen wir mit dem hier an. Prinzipiell nicht schlecht, der Kleine hier. Und als zweiten Tower nehmen wir gleich den hier. Den würde ich aber ein bisschen weiter hinten. Der hier könnte gut sein noch, allgemein gesehen. Dann möchte ich darauf, so dass er da gerade rüber schießt. Also was haben wir noch? Machen wir schnell die Runde hier fertig. So. Wir haben den hier, wir haben den hier. Bomben da haben wir noch. Ja, viel Auswahl haben wir nicht gerade. Dann würde ich sagen, wir geben den hier hin. Oder ist das ein bisschen zu spät? Hier vielleicht? Ey, ist auch blöd. Da geht man hin. Das ist ein bisschen weit hinten, ich weiß, aber der soll die ruhig zurückhauen. Das werden wir so machen. So, dann haut der die schön zurück. Los geht's! Jetzt sammeln wir Geld, dass wir die Kanone da kriegen. Also, das Pfeilschussgewehr heißt es ja. Ich werde nebenbei ein bisschen Kaffee trinken, also nicht wundern, dass ich ein bisschen ruhig bin im Moment. Wir sind hier am Anfang. Der Herausforderung. 85 Runden! Holy, da haben wir was vor. Ein Phoenix könnte man auch nehmen, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Die rechte Seite ist gleich Phoenix, ne? So. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Dann geht das ein bisschen besser. Der macht grundsätzlich Bleibloons, glaube ich. Oder muss man da erst ein Upgrade nehmen? Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich glaube, da muss man ein Upgrade erst nehmen. Auf jeden Fall hier werden wir mal das 3er Upgrade machen und dann schauen wir weiter. Dann haut er richtig gut raus. So. Haben wir das mal unter Kontrolle hier. Bis auf Stahlbloons haben wir jetzt alles. Dann kommt eine Kanone hin wegen der Stahlbloons. Das ist direkt für die Stahlbloons. Die werde ich hier runter. Das soll auf den stärksten gehen. Wie gesagt, direkt für die Stahlbloons wird das werden. So, das machen wir hier. Dann schalten wir auf den stärksten. Und schon sind die Stahlbloons gleich kein Problem mehr. So, ich muss jetzt das Upgrade langsam nehmen für das hier. 24 kommt nämlich der, ihr wisst schon, der Common Flag. So, das haben wir auch, das Upgrade. Jetzt ist der dran. Ich weiß jetzt nicht, ist rechts oder links? Ich weiß jetzt nicht auswendig. Wollen wir jetzt testen? Nein, es ist rechts. Ja, das ist es, die Tarnbloons, das brauchen wir. Der haut natürlich schön daneben hier, aber der trifft es nur gut ein paar Gehen durch, aber es hält sich in Grenzen. Jetzt kommt der jetzt schon, naja. Gut, der eine tut nicht weh, wie gesagt, ein paar sind schon durch. Ich glaube mit 260 fängt man an oder so. Jetzt geht der auf die Tarnbloons hier.
Wir machen hier die linke Seite und hier machen wir einen Stunner. Wieder einer durch, ja, das ist ein bisschen ungut. So, jetzt geht es wieder besser. Jetzt sind die Stahlblunts da. So, dann nehmen wir uns diese Kanone da, wo ist sie? Oh, die ist ein bisschen teuer, aber okay. So, und zwar hier hin. Jetzt ballern wir da rüber, mehr oder weniger treffen wir da. Eher weniger als mit mehr, aber okay. Müssen wir natürlich nur aufrüsten, ist klar. Aber grob gesehen geht's ganz gut. So, der nimmt die Camouflage hier. Das haut natürlich spitzenmäßig hin. So, jetzt machen wir auch Stahlblunts mit dem Blatt. So, upgraded Hammer. Jetzt wird wieder Geld gesammelt. Wave 36 Hammer. Wave 37. Für Bosse möchte ich auch die Kanone hier haben. Die soll den Hauptdamage an den Bossen machen. So, jetzt muss ich schauen, was haben wir noch? Jetzt haben wir eh schon alle vier Tower hier. Den werden wir jetzt mal upgraden hier. Außerhalb des Bosses hilft mir das schon sehr, außer bei Camouflags. Beim Zauberlehrling werden wir hier hinten die linke Seite nehmen. Der soll die zurückhauen. Das waren Keramiks. So, Wave 41. Wir sammeln jetzt Geld, denn ich brauche den Laser, dass ich gegen den Boss hier klarkomme. Keramiks. So, Wave 44. Immer nur Geld sammeln, wie gesagt. So, wie sieht's denn jetzt aus? 6-4 brauchen wir. Eine Runde noch. Dann sollte man genug Kohle haben. Hammer. Der Laser ist da. Jetzt geht's ab. Wave 45. Nächste Runde haben wir den Boss. Ich glaube, ohne den komme ich hier auch klar. Ja, es geht. So, da ist der Boss. Haut's mir natürlich ordentlich rein da. Den müssen wir so schnell wie möglich kriegen. So, Boss ist nur schwierig, aber es ist machbar. Was nehmen wir als nächstes? Den Stunner hier könnte man mal machen. Die Keramiks, mit denen komme ich halbwegs klar. Nur Bosse sind noch ein Problem. Da würde ich sagen, einen zweiten von diesen Gunnern hier. Am besten direkt dahinter. Da kann man was damit anfangen. Dann ist wirklich ordentlich Power drin. Und ich würde sagen, einen nehmen wir links und einen rechts. Dann schauen wir mal, was die Raketen können. Kommt ordentlich was, aber wir haben es unter Kontrolle. Wie gesagt, ich werde hier jetzt die Raketen nehmen. Einen links, einen rechts. Da ist ein Boss. So, haben wir da Raketen. Jetzt haut der da die Raketen rein. Lassen wir das schnell mal durch da. So, jetzt schauen wir. Der braucht 60.000 und das, was ist das?
schießt Raketen auf die am nächsten gelegenen 100 Bloons auf dem Spielfeld. Das kann man dann aktivieren. Ja, muss man schauen. Jetzt ist einmal das dann dran. Dann haben wir einen Stunner, das ist sicher praktisch. Der haut auch schön rein hier. Moment einmal, der soll auf den stärksten, auf den ersten passt. So, das passt schon so. Wave 52. Stunner ready. So. Jetzt werden wir den dann upgraden. Wir brauchen noch mehr Power. Die Bosse sind halt nur lästig, ne? Aber ich weiß schon, wie wir das machen. Mit so einer Kanone speziell für Bosse. Das Problem ist nur das Aktivieren. Die Kanone da ist zwar super, aber das ist halt blöd, weil du immer hinziehen musst, ne? Das ist richtig lästig, ehrlich gesagt. So, der soll auf den stärksten gehen. Dann haben wir schon wieder ein Problem weniger. Ich will weg von den Kanonen, ehrlich gesagt. Die will ich nur vorübergehend haben, bis ich alles andere perfekt aufgebaut habe. Ich glaube, das bringt mir dann mehr. So, wie sieht es jetzt aus? Noch immer nicht genug Geld. Jetzt ab. So, jetzt haben wir den auf Max. Phoenix könnte man auch machen. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Wenn wir immer ein paar Phoenixe haben, dann müsste das eigentlich gut gehen, sodass ich die Kanonen hier verkaufen kann. Ja. Wir holen uns noch ein bisschen Geld. Wave 58 ist es. Soweit geht's. Wave 59. Ich bin nur am Geld verdienen. Power würde ich sagen, im Moment haben wir genug. Das ist okay. So, jetzt holen wir uns den ersten Phoenix. Den geben wir hier hin. Von 4 brauchen wir dann noch. Das haben wir Ende der Runde. Jetzt kommt so ein Roter. Mal reinfetzen. Wir könnten auch mal Boom machen. Jawohl. So, läuft. Wave 61. Von 85. Also wir haben noch was vor. Wave 62. So, und jetzt werden wir ummünzen. Jetzt verkaufe ich die. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Max Upgrade. Den haben wir auf Max. Einen Phoenix Hammer. So, dann. Hier noch den da. Einen zweiten Phoenix noch. Da braucht man natürlich Kohle. So, wir haben alles Mögliche hier. Wir nehmen jetzt mal einen Phoenix. Die Riesenkanone, der Phoenix kann mitmischen, das reicht natürlich nicht, aber es geht. Das Problem werden die Herzen sein, wenn der die zurückhaut, weiß ich nicht, ob das so super ist jetzt, ne? Weil die teilen sich dann und ihr wisst, was passiert, wenn die sich teilen, das ist ganz schlecht. So, Feuer haben wir jetzt hier auch. So, die große Kanone mal rauskaut, den Phoenix nehme ich gleich wieder. Den zweiten Phoenix hier. Das
So, jetzt muss ich mal schauen, auf was geht der auf dem ersten? Okay, das passt. Der auch auf dem ersten. Der soll auf den stärksten. Das passt. So, gleich mal den zweiten Phoenix. Dicke Kanone, ein Roter ist weg. So, einen Phoenix müssen wir jetzt nehmen, sonst haben wir ein Problem. So, Hammer, Hammer, Hammer. Wir brauchen noch mehr gegen Bosse. Dann würde ich sagen, eine zweite Kanone auf den stärksten wieder. Rechte Seite natürlich. So, dann nehmen wir einen Phoenix. Phoenixe sind ganz okay. Haben gute Power. So. Wir sind in Runde 69, Leute. So eine zweite Stun-Kanone würde ich dann nachher darauf setzen. Wave 69 ist es. Und Wave 70. Noch geht's. Einen dritten Phoenix würde ich auch gerne jetzt langsam haben wollen. So, ich nehme jetzt mal einen, das wird mir nämlich zu heiß hier. Seht schon warum. Wave 71 ist es. So, dann machen wir hier noch einen Phoenix rauf. Wave 72. Dicke Kanone rauf. Jawohl, der ist weg. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.